Hallo, in Monster Underworld kann man ja gegen Kirin kämpfen. Doch damit ihr diese Quest spielen könnt, müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, erfahrt ihr hier in diesem Video. Zunächst Kirin, der erste Drachenälteste überhaupt, lässt sich nur freischalten, wenn alle vier Fangquests zuvor erfolgreich abgeschlossen wurden. Als erstes müsst ihr also die 2-Sterne-Fangquest erledigen, bei dem ihr ein Kuluyaku fangen müsst. Dadurch schaltet ihr die nächste Fangquest frei, bei der ihr einen Barrow fangen müsst. Ist auch nicht sonderlich schwer. Habt ihr Barrow schließlich gefangen, müsst ihr als nächstes die 4-Sterne-Fangquest machen. Dort müsst ihr ein Paolumu fangen. Ich sag dazu immer Pummeluft, kann man sich besser merken. However, als nächstes und als letztes müsst ihr ein Odogoran fangen. Die 5-Sterne-Quest ist nicht ganz einfach, da Odogoran sehr flink und aggressiv ist. Nehmt deshalb ein zusätzliches Fallgerät mit und achtet darauf, dass ihr genügend Tränke dabei habt, ihr werdet sie brauchen. Wenn ihr diese Anormalität mit einem Pokéball gefangen habt, erhaltet ihr von Professor Eisbruder die Kirin-Quest. Das ist ebenfalls eine 5-Sterne-Quest und somit noch im Low-Rank-Sektor. Doch täuscht euch nicht, Kirin ist ein Drachenältester und sehr mächtig. Er haut regelmäßig mächtige Blitzangriffe raus, also achtet darauf, dass eure Rüstung einen möglichst hohen Blitzwiderstand besitzt. Nehmt jedenfalls genügend Megatränke mit, ihr werdet sie definitiv brauchen. Wenn ihr ihn geschafft habt, winkt euch dafür der Donnermantel entgegen, was ziemlich nice ist, denn der Mantel reduziert den Donnerschaden und annulliert Paralyse sowie Donnerangriffe. Also ein ideales Item, um gegen diesen nervigen Kirin zu kämpfen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht.